Wenigstens scheint jetzt die Sonne. Galoppel, Galoppel. Und da sind wir schon. Schon. Weil nur eine halbe Welt steht da. Befehl des Kommandanten des Nilfgaardischen Zentralarmeelagers werden die Einwohner von Niederwür und Lindenthal hiermit aufgefordert, sich im Lager der Zentralarmee von Nilfgaard zu melden. Okay. Nett. Da ist er. Zurück. Was ist aus meinem Haus geworden? Ja. Da ist es jetzt sicher, würde ich sagen. Dort ist es jetzt sicher. Ich danke dir. Das bedeutet mir sehr viel. Und hast du zufällig meine Truhe gefunden mit meinem Schatz? Ja, eine ziemlich großzügige Belohnung. Du hast dir alles redlich verdient. Ich sollte mich auf den Weg machen. Mögen die Götter dich leiten. Was guckst du so? Belästige uns arme Leute nicht. Quests. Wildes Herz. Na, hier irgendwie will ich jetzt nicht zur Insel. Hexeraufträge. Kreischling. Krienfels. Es ist Stufe 12. Nebenaufträge hatten wir auch noch einen 6er, ne? Ja, müssen wir halt rüber. Und einen 7er. Stefan, wer ist eine lustige Witwe? Boxkämpfe. Ich kann mich nicht entscheiden. Das ist schlimm. Das ist schlimm. Okay. Dann sprechen wir mal mit dem. Danke für den Hinweis, dass das direkt hier sein soll. Wehe, wenn nicht. Ich gucke jetzt auf die Karte. Na, dein Glück aber auch. Bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Oh. Hast du nicht gehört, was der Mensch da sagt? Ich hab gerade andere Dinge im Kopf. Jo. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. Da kommen immer wieder üble Bestien, verschlingen, was frisch ist und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben nachts und die Tür verriegeln. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Sollen wir ein bisschen handeln? Wir handeln. Reden wir über meine Belohnung. Hallo, Refi Zul Slate. Refi. Ich nenne dich einfach Refi. Grundbetrag, Bonus. Ja, machen wir mal so.
Ups. Nur ein bisschen zu viel. Wir werden uns schon einig, das weiß ich. Feilschen ist ebenso eine Kunst wie zahlreiche andere Künste. Fünf Runden. Ja, Riffi, da hast. Was ist denn das für ein Name? Das ist. Mann, ihr legt euch so Namen an, die man echt nicht aussprechen kann. Da hast du recht. Das kennt er aber. Der Preis ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Okay. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Stefan, ich mag keinen Zucker. Das hilft auch nicht. Du bist also dieser Weiße. Was? Wer ist ein Weißer? So, ab zum Friedhof. Plötzlich ist es unfair, durch die Leute durchzureiten. Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Ruhm für dich. Huch! Da sind wir ja schon. Oh, da sind natürlich die Kreaturen. Plötzlich hau ab. Ist ja lächerlich leicht. Noch. So. Ghule haben die Gräber aufgemacht und der Verwesungsgeruch hat Wildhunde angezogen. Aber weder Ghule noch Hunde rauben Kinder. Das stimmt. Hoffe ich. Weil man bei Ghulen ja nie weiß. Da liegt auch noch was. Lucifer umgekehrt. Okay. Oh, den Film Ghost Rider habe ich lange nicht gesehen. Aber es kann gut sein, dass es mit Carter Slade... Ja, doch. Doch, doch. Na gut. Lass ich dir mal durchgehen. Brauchen wir ja nicht ausmachen. Gucken wir mal. Hier unten müsste noch was zum Anzünden sein. Ich zünde so gern Kerzen an. Stiefelchen. Neue Klamotten. Nö. Will ich nicht. Sieht ja unordentlich aus hier. Aha. Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden. Aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Hinter den Friedhof. Na gut. Immer dem lieblichen Duft hinterher. Ach da. Verdammt. Springt man ja mit B und nicht mit A. So. Lieber Geralt, kommst du da hoch? Nö, natürlich nicht. Na, geht doch. So. Weiter schnuppern. Ja, aber ist doch eigentlich eine nette Notlösung gewesen, der Name. Da hast du recht, gibt, glaube ich, so ziemlich jeden vernünftigen Namen schon mindestens einmal.
Also nicht so schräge zusammengesetzte Namen. Nicht, dass der Name nicht vernünftig wäre. Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Lagerplatz gesucht. Mhm. Die Kreatur benutzt Werkzeug, also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Gruftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Klingt ja nett. Ja, bitte, Refi. So, querfeldein müsste ja auch funktionieren. Stimmt hier irgendwo, ne? Ja. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel. Soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie aufs Stichwort. Nee. Du bist ein Stück. Du alle Schnäpfe, du. So, jetzt bist du aber jetzt. Zack. Na, geht doch. So, jetzt müssen wir zwar noch 4,5 Minuten mit Katze leben, aber das ist mir egal. Mr. Cube, vielen Dank dafür. Da hüpfen kann er trotz Überlastung. Na, immerhin. Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Ach, immer gerade raus. Das Kind ist tot. Das dachte ich mir. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank für deine Hilfe. Gerne. Bis dann. So, gibt's hier einen Händler? Hey! Das wäre ganz super. Mal Trankhändler, aber der nimmt ja keine Dings. Keine Rüstung und Schwerter. Plötzlich lauf nicht weg. Kommst du mal her, du Pferd. Hallo. Sollen die auch noch hinterher pfeifen? Los, los. Da. Sehr schön. Schnief,
Brav eingepackt. Benutzen, ja super. Gibt es hier auch was Menschliches? Das Menschliche schläft schon. Steh auf! Nee, na toll, wir müssen immer meditieren, damit wir Schwalbe auffüllen. Zack, ist 6, ist eine gute Zeit. So, wir gucken eigentlich mal am besten mal, was wir so kriegen. Ui! Uhui! Ein Relikt. Silberschwert. Uhui! Das gefällt mir doch so ein bisschen. Was ist das? Oh. Ist das hässlich. Es ist so unglaublich hässlich. Vergleichen zwei. Quellenzeichenintensität ist besser. Durchbohrungsschaden. Elementarresistenz fehlt dann. Schaden durch Monster fehlt dann auch. Auf Schützenresistenz um drei geringer. Ach, ich weiß nicht. Aber das mit dem Zeichen ist gar nicht so verkehrt, ne? Wenn das nicht so unglaublich hässlich wäre, das Ding. So. Huch, das ist ja... Ich guck's mir mal an. Boah. Da möchte man brechen. Ja, ich habe ein neues Silberschwert, Stefan. Das da. Adandite. Ein Relikt. Gefällt mir. 3 Sockel. Ich weiß nur noch nicht, wie man sockeln kann. Was mit Mr. Cube? Du hast das Spiel aber noch nicht gespielt. Wie schaffst du das? Das ist ja krass. Würde ich nicht schaffen. Wenn ich ein neues Spiel habe, muss ich das mindestens ausprobieren. Da ist er. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Ah ja. Schlagringe für die Damen. Ich sollte mal drüber nachdenken. Ja, Refi, mit Controller ist das, glaube ich, wirklich am besten zu spielen. Und ich kann es nur empfehlen, es ist ein super geniales Spiel. Rimem, Steone anstatt Runensteine ist aber auch nett, Stefan. Es ist schön. So. Zeig mir deine Waren. Dann können das weg. Das ebenso. Das auch. Ja. Ich will daraus jetzt erstmal nichts herstellen. Momentchen, Momentchen. So. Da. Wir könnten uns eigentlich sogar die temerische Rüstung... Meine Güte. Aus dem DLC mal holen. Da könnten wir mal fix hinreisen. So. Ah, auch weg. Ich brauche Platz. Mehr will der nicht, ne? Das kriegt er nicht. Dann mach die Rollos runter, Stefan, dann ist es dunkel. Du Nachtmensch bist. Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrads. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein und nein,
Niemand kann das, worum du bittest. Ach ja, na gut, dann nicht. Bis dann. So, reicht unser... Ja, unser Geld müsste dafür reichen. Und dann sind wir gleich... Also ich bin dann... Also Geralt und ich, wir, sind dann gleich wieder pleite. Nein. So geht's doch raus. Gesund. Na komm. So. Weißgarten. Und zur Klagebrücke. Ja, ja, Stefan, ich habe das schon gesehen. Bei WhatsApp. Ach ja, ja, hasse. Ja, schon klar. Das ist nicht Plätze. Entschuldige, Plätze. So. Wo gibt's denn hier so ein Schnellreise? Dingens. Da hinten. Ja, brauchen wir jetzt auch nicht markieren. Huch! Du hast aber einen schönen... Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wer absteigen. Zu viele Mäuler zu Geralt, absteigen. Du nur für eine Mutter. Jetzt bleibt mehr für die anderen. Ja, wenigstens das macht er. Der steigt nicht ab. Hallo, Geralt? Na, ist ja schräg. Jetzt aber. Mal fix die Rüstung holen und dann können wir wieder zurück. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Ja, entweder wollte Plätze mich nicht gehen lassen oder da war Leim auf dem Bestimmt, weil ich zuerst auf einem anderen Pferd saß. Garantiert, dieser Plötze. Grüß dich. Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Waren werfen. So, der hat doch die schöne temerische Rüstung für uns aus dem kostenlosen DLC. Ja, nehmen wir. Nehmen wir auch. Oh, ist etwas schlechter. Macht aber nichts. Ih, Kaugummi auf dem Sattel. Pass auf dich auf. Boah, das zieht sich dann doch so ekelhaft lang. Bäh. Ja, und das sieht auch wesentlich besser aus. Was soll's. So. Und die Handschüchen. Ja, so sieht er doch schick aus, oder? Also besser als mit diesen Hampelmann-Klamotten da. Oh! Der hat einen Sattel? Grüß dich. Lass mich einen Blick auf deine Kann ich mir wahrscheinlich nicht mehr leisten. Na, komm, rüber. So. Nun ja, dann muss ich mich wohl von ein bisschen was trennen. Ist eh hässlich. Weg damit. Können auch weg. Die behalte ich nochmal, falls wir was herstellen können, wollen. So, ein neuer Sattel für Plötze. Pass auf dich auf. Da oben ist er. So, wir reisen aber erstmal zurück. Bevor wir uns den Sattel angucken. Novigrad? Ja, wieder Skellige. Nö, 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 nö.
Wildes Herz, ja, immer noch. So langsam werden wir dann auch zu groß dafür, ne? Dann machen wir erstmal das. Hier, die waren ja noch... Die sind ja noch annehmbar für uns, ja. Fehlschlag, haben wir eigentlich noch mehr Fehlschläge gekriegt jetzt? Nee. Nur das eine, aber das reicht auch. Ab nach Mittelhain. Erschöpft und verwundet war Ciri im Sumpf zusammengebrochen. Ein paar Bauern hatten sie gefunden und zum Baron gebracht, dem selbsternannten Herrscher Velens. Der Kriegsfürst hatte sie aufgenommen und gesund pflegen lassen. Dann war sie nach Novigrad weitergezogen. Ich glaube, mittlerweile kenne ich auch alles, was in den Ladebildschirmen steht. Ach, übrigens kam ein Update raus. Sowohl für PC als auch für die Konsolen. Da sollen einige Verbesserungen gewesen sein. Ich muss mal gucken, ob die Schrift jetzt größer war. Habe ich gar nicht drauf geachtet, aber ich konnte es lesen. Hm. Vielleicht haben sie die Schrift im Menü einfach größer gemacht. Das wäre ja geil. Das war auf dem PC gut zu lesen, aber hier Konsole einfach schrecklich. Eben, so. Ja, immer noch relativ klein, aber größer. Wenn mich nicht alles täuscht. Ich kann es aus 2 Metern Entfernung lesen. Auf einem 32 Zöller. Das ist ja nett. So, Platz mit neuem Sattel. Komm mal her, mein Kleiner. Huch. Ui. Das ist ja nett. So, Plätze. Da bin ich doch gerne pleite. Mach's gut, Plätze. So, Steuer übernehmen. Oh Gott, kann ich das? Oh je. Ich, nein. Och, eine beschauliche Bootsfahrt. Ist ja nett. Ja, das könnte sein, dass auf dem PC die Ladezeiten, wenn man tatsächlich eine SSD hat, kürzer sind. Ja, da hast du auch wieder recht. Oder noch einen Kuchen backen und den Kaffee schnell fertig machen. Oder Tee. So geht ja nur geradeaus, dann kann ich auch mal schneller sein. Ja, das, klar, wir spielen das auf Konsole, weil mein PC, ich habe ja nur einen Laptop. Bin fast da. Wunderbar. Ich melde mich bald wieder bei dir. Warte. Dieser Xenogloss. Kann ich mich damit auch bei dir melden? Oder funktioniert er nur in einer Richtung? Er funktioniert nur in einer Richtung, fürchte ich. Du musst meiner weiblichen Intuition vertrauen. Na toll. Deiner was? Ey. Meiner weiblichen Intuition. Wunderbar. Geralt, du bist so ein oller Macho. Nee, mein Laptop würde mich wahrscheinlich komplett für immer verlassen, wenn ich ihm das Spiel zumuten würde. Ja, stimmt, Mr. Cube. Buch schreiben, das schafft man locker in der Ladezeit hier.
Das ist ja mal gemein. Habe ich da glatt ein Löchlein reingefahren? Ups. Gerald? Bist du schon auf der Insel? Funktioniert der Xenoblock? Hörst du mich? Was? Ich höre nichts. Na toll, schon kaputt. Verdammt kurz. Ach, das sind ja diese explodiert. Was hast du gesagt? Es gibt... Synchron auseinanderfallen. Ugh. Ein Funkdosentelefon. Schön. Ist doch nicht Level 4 und hier verrecken dran, oder was? Hier, man kann die komplett zerteilen und Köpfe abschneiden. Das muss man bei YouTube nicht zensieren. Aber wehe, da ist eine nackte Frauenbrust zu sehen. Dann drehen die Amerikaner durch. Die sind doch echt teilweise ein bisschen gestört. Noch einer her. Du sollst es aufsammeln, was es hier gibt. Hallo? Hier liegt doch was rum. Dann sammle ich es nicht auf. Oh Mann. Ja, ich kann zaubern. Verdopple die Gegner. Also manche. Was jetzt, du Stück Dreck? Gute Frage, Geralt. Sehr gute Frage. Da wusste auch keine Antwort mehr. Magische Lampe. Ach, Moment. Damit können wir nicht mehr rennen. Das ist ja nett. Bäh, du Drecksvieh. Oha. Wie hoch?